Wir haben Sie gerade schon im Beitrag erlebt, beziehungsweise die Stiftung Firm. Und jetzt haben wir Sie natürlich auch im Interview. Katharina Heyer, ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich die Zeit auch nehmen, nicht nur über Firm zu sprechen mit uns und über dieses tolle Projekt, was Sie wirklich mit den Tieren machen, was auch mich sehr am Herzen berührt, sondern Herzenssache, da haben wir es ja schon, das Buch, das Sie geschrieben haben. Da geht es ja zum einen natürlich um Ihr jetziges Leben mit den Tieren in der Straße von Gibraltar, aber es geht doch auch ein Stück weit um Sie, nehme ich an. Also im Buch beschreibe ich ja vor allem auch, wie ich überhaupt begonnen habe. Es ist so entstanden, dass das Schweizer Fernsehen hat also eine Dokumentarsendung über mich gedreht hier. Und diese Regisseurin, Michelle Sova, sie hat dann gefunden, ich sei mehr wert als nur gerade diese 30 Minuten, die sie für diese Doc zur Verfügung hatte. Und sie möchte gerne ein Buch schreiben. Und es ist ihr Erstlingswerk. Sie hat viele Filme gedreht als Regisseurin. Und ich habe es dann ganz über ihr überlassen, wie sie das gestaltet. Natürlich, der ganze Inhalt, der kommt von mir. Da haben wir den ganzen Winter, haben wir dann eigentlich verbracht mit sehr viel Zeit, mit miteinander erzählen, mit dann wieder ein nächstes Kapitel und wieder drüber. Wie sie es aber zusammengestellt hat, und das muss ich wirklich sagen, finde ich, hat sie sehr interessant gemacht. Und da machen mir sogar auch Männer. Meistens ist ja das eher ein bisschen eine Frauensache, aber Männer machen mir Komplimente, wie es Interessantes geschrieben ist und wie spannend sie es fanden. Wunderschön. Es beschreibt meine Geschichte eben eigentlich von Anfang an. Weniger jetzt die heutige Zeit, wo wir angekommen sind. Irgendwann hörte das Buch auf, aber den ganzen Anfängen, wie die halt zum Teil schwer waren. Und ja, das beschreibt es sehr schön. Ich habe einfach eine absolute Passion für Menschen, die ihren Platz im Leben gefunden haben. Und dann steht genau der Satz auf der Homepage drauf, dass sie ihren Platz gefunden haben. Da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, weil ich finde es unglaublich inspirierend. Schauen wir doch mal ganz kurz rein in das erste Leben vor 55. Da hatten Sie ja auch einen Platz und der war ja bestimmt auch nicht schlecht, nehme ich mal an. Nein, im Gegenteil, ich hatte ja eigentlich sehr spannendes und fast aufregendes Leben. Ich habe ja nicht Modedesign, aber sonst als Designerin gearbeitet, vor allem Reisetaschen, modische Handtaschen. Habe ich über viele Jahre entworfen und das hat man damals noch in Fernost dann eben zubereitet oder vorbereitet, die ganzen Kollektionen gemacht und die Kollektionen wurden dann, also jetzt bei uns in der Schweiz oder in späteren Jahren dann in Amerika oder wo immer ich eben das entworfen, also für wen ich das entworfen habe, wurde das dann verkauft und so bin ich halt sehr oft überall auf der Welt rumgereist. Ich habe ja dann auch 7 Jahre für Puma international gearbeitet, also die Puma-Taschen, Sporttaschen. Und das war dann natürlich, wenn dann eine Ausstellung in Amerika war, dann war ich natürlich dann auch dort. Oder später habe ich sogar für LA Gear in Los Angeles auch gearbeitet. Dann habe ich für amerikanische Reisegepäck gearbeitet. Die waren in Brooklyn und später dann sogar noch in. Noch nicht Petersburg, nein, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also für eine amerikanische Firma. Also ich muss sagen, in all diesen Jahren habe ich halt sehr viel auf der Welt gesehen oder gearbeitet und bin aber immer wieder in Fernost natürlich geflogen, um das dort zu entwerfen. Und wir hatten ja auch unsere eigene Firma. Mit meinem Ex-Partner habe ich die Firma behalten und wir haben immer aus der Schweiz gearbeitet. Also dort war einfach mein sicheres Zuhause und von dort aus bin ich dann halt eben gereist. Also ich kann manchmal sagen, finde ich heute ein bisschen verrückt, was ich da gemacht habe. Ich war über viele Jahre nie mehr als eine Woche in der Schweiz, weil ich immer gegangen und gekommen bin. Und also so hatte ich von dem her auch finanziell, sonst muss ich sagen, hätte ich die Stiftung nicht gründen können, weil die habe ich wirklich anfänglich rein finanziell selbst gebaut und also getragen. Und also ich hatte ein sehr befriedigendes Leben. Also ich habe nicht irgendwie etwas Neues gesucht, weil ich nicht zufrieden war.
nur, dass ich irgendwo das Gefühl bekommen habe, ich möchte noch etwas anderes machen. Und dann so gegen 55 war es dann so weit, dass ich eben von diesem spirituellen Lehrer, heißt Dara, den Tipp bekommen habe, dass es hier Orcas gibt. Ich denke, er hat gewusst, dass man damit mich hierher lotsen kann, weil ich dann wissen wollte, ob das jetzt stimmt, oder? Und als ich dann hier war, dann hat es fast von alleine den Lauf genommen. Aber sehr oft sagt man ja, wenn etwas Neues kommt oder damit etwas Neues kommen kann, muss man etwas Altes zuerst ganz loslassen. Und das hat bei mir nicht so stattgefunden. Mhm. Bei mir ist immer noch mehr dazugekommen. Aber meine Söhne waren dann eben auch schon groß. Die hatten studiert, die haben ihren Beruf gehabt. Also ich konnte von dem her noch mehr reisen, also eben auch noch nach Spanien reisen. Und so konnte ich dann, über 3 Jahre hatte ich noch einen festen Vertrag, weil wir die Schweizer Firma verkauft haben. Ich wollte mich ja befreien von den Altlasten, die gar keine Lasten waren, aber einfach freier werden. Und das ist mir gelungen. Und dann aber habe ich mich über noch 2 Jahre weiter engagieren müssen, weil ich immer wieder noch mehr Urlaub wollte, um hier in Spanien zu sein. Mhm. Also ich musste das dann geschickt einteilen. Und so habe ich eigentlich 5 Jahre noch in meinem alten Beruf gearbeitet und hier das schon aufgebaut. Wow. Und ich muss aber sagen, erst im Nachhinein habe ich das jetzt so gesehen, wenn ich in diesen ersten schwierigen Jahren nicht die Möglichkeit gehabt hätte, immer wieder abzuhauen in die Schweiz und in Fernost oder wo immer das war, um dort meine Batterien wieder aufzuladen, ich hätte das nicht geschafft, weil ich eben hier so angefeindet worden bin. Da haben wir schon das Stichwort. Ja, es war eben nicht so, das ist mal ganz interessant, weil manchmal haben Menschen so eine romantische Vorstellung davon, wie es ist, wenn man seiner Berufung folgt oder wenn man seine, was weiß ich, Zwillingsflamme oder wie immer das dann heißt, findet. Ja, das ist immer so. Und jetzt ist alles gut. Ja. Ne? Eigentlich ging es ja da erst richtig los, was ich schon so erfahren habe. Das stimmt. Also romantisch war das alles andere als romantisch, ich muss ehrlich sagen. Spanien, Wale, das war doch wunderschön. Ja, das klingt wunderbar, aber das war also überhaupt nicht romantisch und es war auch nicht nur wunderschön. Die Momente draußen schon bei den Tieren, aber das war ja früher auch noch nicht so oft und so häufig und so viele Stunden wie jetzt heute. Ich habe damals wirklich auch ans Aufhören gedacht und hätte ich nicht diesen Freund gehabt und immer wieder mal dort Hilfe holen können. Er hat einfach zu mir immer wieder gesagt, nicht aufgeben. Und ich habe immer gedacht, er weiß wohl etwas mehr, was nicht aufgeben. Mhm. Denn ja, und ich habe dann nicht aufgegeben und es ist ja auch besser gekommen. Aber es hat schon ziemlich lange gebraucht. Es hat langen Schnauf gebraucht, wie wir sagen. Langen Atem gebraucht. Da muss ich aber noch mal ein bisschen so nachbohren, weil mich interessiert immer, wie Menschen ticken. Also gerade, wenn eine Frau finanziell wirklich gut gestellt ist, ist das nicht unglaublich verlockend, dann einmal zu sagen, ihr könnt mich hier alle einfach mal, ja, weil ich muss das nicht machen. Andere Leute werden angefeindet und sind unzufrieden. Was weiß ich, Kollegen, Büro und sagen, was soll ich machen? Ich muss ja. Sie hätten ja gar nichts gemusst. Nee, ich hätte gar nichts gemusst und ich könnte auch schon lange pensioniert sein. Also Gott sei Dank. Also ich habe natürlich gesehen, was es hier draußen gibt. Wir haben mit der Forschung begonnen. Das hat für mich natürlich Sinn gemacht. Und dann eben auch das Sensibilisieren von den vielen Familien, Kindern, das hat eben für mich auch Sinn gemacht und das wollte ich eigentlich unbedingt weitermachen. Also ich wurde schon dabei behalten, also dass ich hier bleibe, aber nicht, weil es jetzt so mega schön war, also wirklich nicht, wirklich nicht. Total interessant. Was ist es denn dann? Also auf der Webseite kann man ja lesen, dass Menschen, und das finde ich ja ganz richtig, die ihren Platz gefunden haben, dass man die auch erkennt an diesem Leuchten und dem Strahlen und dass die halt dann nicht mehr davon abzubringen sind. Ja? Also das trifft ja auf sie ganz offenkundig zu.
80 Jahre, strahlend, vital, engagiert, wirklich so, also bei Ihnen kann man wirklich sagen, mitten im Leben, so richtig ist mitten im Leben. Ja, schön, dass Sie das so sagen oder so sehen. Ja, 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 also ich bin jetzt heute nicht mehr davon abzubringen, also eigentlich schon seit vielen Jahren. 25 jetzt ja, ja schon. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, die ersten 5 Jahre blende ich wirklich aus, die müssen von mir aus, die müsste ich nicht mehr wiederholen. Aber seither hat es halt sehr viel Erfüllendes. Ich meine, ich kriege so viele positive Nachrichten von Leuten, die auf dem Boot waren oder die bei uns so eine ganze Woche verbracht haben, eine Intensivwoche nennen wir das, und das mit ihren Kindern, also das war für mich schon erfüllend, und die kommen ja heute auch immer mal wieder. Also ich kenne inzwischen so viele Leute, und auf dem Boot, es bedanken sich auch immer wieder ganz viele Leute, wenn sie vom Boot gehen, bedanken sie sich so ganz schnell mal, ich danke Ihnen, dass Sie das machen. Heute hat mir jemand gesagt, ich habe keine Worte, was ich jetzt da erlebt habe. Ich habe keine Worte, mir fehlen die Worte. Das ist ja dann schon schön, dass es eben die Menschen berührt. Mhm. Und das bin nicht ich, das sind die Tiere. Mhm. Und wir geben ja einfach die Möglichkeit, dass das geschehen kann. Und das würde ich jetzt niemals mehr aufgeben, ja. Nur die 5 Jahre, die Sie nicht mehr brauchen, die waren ja damals da. Was ist das, was ein Menschen, der es nicht mal, wirklich, das ist ganz wichtig, in unserer Gesellschaft ist immer das Ding, finanziell etwas tun müssen oder so. Was treibt einen Menschen dazu an, wenn er finanziell nicht gezwungen ist dazu, obwohl es 5 Jahre nicht schön ist, weiterzumachen? Was war das? Aber eben vielleicht, wie ich vorher gesagt habe, ich habe ja immer noch zur Hälfte in meinem alten Leben weitergelebt. Mhm. Und ich konnte dort meine Batterien, die hier wirklich leer waren, wenn ich hier wegging, dann war ich wirklich fast so am Aufgeben. Und zu Hause hatte ich ja wie einen Beruf, den ich jetzt noch erfüllen wollte. Mhm. Ich hatte ja mich da verpflichtet, noch diese Kollektionen weiterzumachen. Ich wollte ja, dass unsere alte Firma weiter besteht. Also mache ich jetzt die Kollektionen noch, damit das weitergeht. Und dort konnte ich die Batterien aufladen. Ich habe wieder mit normalen Menschen zu tun gehabt. Ja, es tut mir leid, die Schweizer waren für mich, oder nicht nur die Schweizer, einfach die Leute im Norden, die waren für mich normal. Und hier war es wirklich nicht immer normal. Im Sinne von einfach so dagegen und Knüppel zwischen die Beine werfen. Einfach so. Naja, es ist so dieses, ich glaube, das ist so dieses Prinzip, eine Fremde, die da daherkommt und uns was erzählen will. Ich glaube, das ist nirgendwo so beliebt. Ich denke, das ist überall so. Also ich habe mir dann schon auch überlegt, ich glaube, das ist bei uns in der Schweiz auch, in gewissen Walliser Täler, wenn dort ein Ausländer kommt und was aufbaut, dann geht es dem wahrscheinlich ähnlich wie eben mir hier. Also ich habe das schon immer versucht, irgendwo zu verstehen und ja, vielleicht deshalb auch auszuhalten, weil ja, es musste ja irgendwie mal anders kommen. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn ein Australier kommt und will den Schweizern was über die Schweizer Berge erzählen. Ne? Ja, genau, so ein bisschen. Genau, das sagt man, was will der denn da? Ja. Ja, das ist meistens die menschliche Natur einfach. Ne? Ja, leider ist das so, ja. Das sieht man ja heute noch mit den vielen Fremden, die jetzt in die Schweiz oder auch vor allem Deutschland haben, die das Problem ja ganz groß mit den vielen Einwanderungen. Ja, das ist dasselbe. Mhm. Und ja, dem war ich eben hier einfach ausgesetzt und halt dann alleine. Also ich hatte jetzt nicht noch ganze Familien da hinter mir, aber Gott sei Dank habe ich das dann durchgehalten. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das sagen die Wale bestimmt auch und die Delfine. Weil für die haben sie ja wirklich viel bewirkt. Ja, ich denke ja. Ja, und aber eben auch unsere Professorin von der Universität Basel mit allem, was wir jetzt auch über unsere Homepage, über unsere Education Homepage, über das Wissen weitergeben, bewirken können, das erfüllt mich eigentlich mit großer Dankbarkeit, dass wir das ganze Wissen jetzt auch wirklich professionell weitergeben können. Und gerade in Deutschland haben wir sehr großen Zugriff. Wir haben jeden Monat über 7000 Zugriffe auf diese Homepage. Mhm. Und das sind ja keine Filme oder Musik, das sind ja wirklich Wissensgebiete, die ganze Lehrer
Lehrerschaften abrufen für ihre Schüler. Und das finde ich so schön, dass es eben weitergeht, diese ganze Wissensvermittlung. Stand out to fit in nennen wir das ja, dieses Herausragen, um reinzupassen. Also genau durch dieses Anderssein, etwas anders machen, den Platz in der Gesellschaft finden. Jetzt frage ich Sie einfach mal, was macht Sie eigentlich zu einem außergewöhnlichen Menschen? Ja, ich sehe mich ja nicht so, wissen Sie? Ja, vielleicht einfach, dass wir das hier möglich machen, dass man da die Wale sehen kann. Und das eben auf respektvolle Art und Weise machen wir das vor. Und ja, halt hier das Ganze in Tarifa mit dem Meer, bei den Wahlen, dass wir das bieten können. Mhm. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas Besonderes sind? Nein, also selber hat man doch von sich das Gefühl nicht. Ja gut, ich glaube manche Leute schon. Ob die das dann sind, sei wieder dahingestellt. Okay, ja. Nee, also ich habe das nicht, das Gefühl. Nein. Ja. Nein. Es ist im Endeffekt, würden Sie das vielleicht auch so sehen, dass wenn man sagt, es ist, was ein Mensch tut und bewirkt, was ihn dann wirklich herausragend macht, ist es das, dieses Werk, das wir hier vollbringen oder auch nicht? Ich denke schon, ja. Es ist das ganze Werk, die ganze Stiftung, aber da helfen meine Mitarbeiter mit. Und das bin ja nicht ich alleine. Und das sehe ich und das sehe ich und bin auch sehr, sehr dankbar. Und also wenn schon, dann ist es Firmen, dann sind wir alle es, die das möglich machen. Wie fühlt sich's denn an, so ganz tief innen drin, wenn man seinen Platz gefunden hat im Leben? Ja, schon erfüllt. Also ich muss jetzt nichts Neues mehr machen. Also heute habe ich jetzt nicht das Gefühl, wie mit 55, ich möchte mal noch was anderes. Es reicht mir. Ach, Ihnen traue ich alles es zu. Es reicht. Es reicht mir. Und was sagen Sie dann all den 55-jährigen Frauen, die sagen, ich bin viel zu alt, um was zu verändern in meinem Leben? Also das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das kann man wirklich. Man kann mit 55 oder sogar mit 60, kann man immer noch einen Ort finden, wo man etwas bewirken kann. Also ich denke da an vieles mit kleinen Kindern, wo man irgendwo noch etwas bewirken kann, um Kindern mitzugeben. Also da kann jeder einen Platz finden, wenn er wirklich möchte, dass noch etwas, dass er noch was bewirken kann. Ja, es gibt schon Momente und Orte, wo man das noch kann und ohne, dass man jetzt das gleiche Budget hat, was ich zur Verfügung hatte. Einfach indem man Zeit gibt, indem man oder auch alten Menschen halt Zeit schenkt oder eben jungen Menschen, Kindern. Ich denke an die Kitas in Deutschland, wo es immer zu wenig Mitarbeiter oder Hilfe hat. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Also ich denke nicht, dass man mit 55 zu alt ist. Das ist eine faule Ausrede, wenn das jemand sagt. Danke, ich stimme zu. Okay, bin ich froh. Nee, absolut. Das ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt diesen schönen Satz, der wird verschiedenen Menschen immer zugeschrieben. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ja, genau, so ist es. Einfach faule Ausreden und dann bleibt es halt beim Blablabla. Aber wenn es jemand wirklich ernst meint, er möchte noch was anderes machen, dann gibt es schon Möglichkeiten, auch heute noch. Ich glaube, das können wir gut so stehen lassen, oder? Ja. So als kleinen Appell. Also wenn dich irgendwas dazu bewegen sollte, dass du sagst, ich möchte einfach noch was verändern, das klingt so toll, den Platz im Leben gefunden haben und so weiter, dann würde ich sagen, mit den Ausreden ist jetzt Schluss, oder? Ja, genau. Genau, einfach machen, ausprobieren. Es ist schon so, machen. Mhm. Also das war eigentlich immer auch das Stichwort, dass wir halt eben machen. Das hat mir dieser Mann eben auch gelernt. Macht mal einfach, hört mal auf mit dem ewigen Blablabla. Und das stimmt wirklich. Einfach machen. Gerade die Deutschen und die Schweizer, die sind da sehr ähnlich von der Mentalität her. Da ist irgendwie so eine komische, fixe Idee da, dass wenn man was macht, dass es gleich funktionieren muss und super sein muss, ja. Sonst fängt man gar nicht erst an. Mhm. Aber nein, ich hatte ja keine Ahnung, wo das überhaupt hinführt, als ich das begonnen habe, dass wir jetzt hier so viele Leute, jedes Jahr weit über 33.000 Leute rausfahren und das in 7 Monaten, das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, genau. In meinem früheren Leben habe ich alles, was ich da gemacht und gelernt habe und
täglich gemacht habe, war eigentlich eine Vorbereitung für mein zweites Leben. Auch im Organisieren. Ich meine, was ich hier mache, dass das alles funktioniert, das war eine Organisationsfrage. Und ich musste ja für alle meine Reisen, ich hatte schon immer Sekretärinnen gehabt, aber ich musste ja ganz vieles auch selber organisieren. Mhm. Bei den Fabriken, bei den täglichen Besuchen, bei wer holt mich ab, wo fliege ich und so weiter. Das ganze Organisieren, das war so in mir oder ist in mir. Da hat mal unser Professor hat mal gesagt, er kennt keinen Biologen, eigentlich Biologe, die sowas machen müssten, mhm. aber die halt organisieren können, die können das nicht. Und das habe ich dann wirklich auch in meinem früheren Leben lernen dürfen. Oder? Ich vertraue viel mehr auch auf Intuition und auf Gefühle. Und natürlich, die Wissenschaft ist jetzt ein Begleiter von uns. Einerseits, ich bringe ja der Wissenschaft sehr viele Daten. Mhm. Auf der anderen Seite darf ich ein absolut, sag ich mal, spirituelles Leben da draußen leben mit den Tieren. Und dann natürlich hier wieder am Land ist es wieder die Realität und die ganzen vielen Leute, aber auch alles mehrsprachig. Jedes Telefon, das wir abnehmen, wissen wir ja nicht, wer spricht da, in welcher Sprache. Also in diesem Sinne nochmal als Buchempfehlung Herzenssache. Wo kriegt man das Buch, Katharina? Man kann es über unsere Homepage bestellen. Mhm. www.firm.org. Genau. Und da kann man es bestellen. Genau, also das blenden wir natürlich ein und es steht auch unter dem Video in der Videobeschreibung, findet ihr dann die ganzen Links auch zum Buch, zum Leben von der Katharina nochmal, zu Firmen, wo ihr auch mal so ein Ticket buchen könnt, wenn ihr hier in der Gegend seid. Und es ist ja überhaupt, das ist ja schon eine schöne Gegend, so auf Marokko rüber zu schauen, oder? Ja, ja, wir haben ja vis-à-vis haben wir Afrika. Mhm. Das ist wirklich schön, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich Herzenssache-Gespräch. Danke, dass wir einen Einblick in ihr Leben bekommen durften, das ja scheinbar, was heißt scheinbar, es war ja eigentlich auch perfekt vor 55, zumindest nach unseren gesellschaftlichen Maßstäben. Und daraus ist jetzt was ganz, ganz Großartiges erwachsen, was viele, viele Menschen und auch viele Tiere berührt. Vielen Dank, Katharina Heyer. Ich danke für die Möglichkeit, das heute so ein bisschen erzählen zu dürfen.